Hi, Servus, ich bin der Loic von Rabobike. Normalerweise kümmere ich mich um den Content auf unserer Website. Aber heute geht es nicht um die Arbeit, sondern um mein neues Rad. Also Leute, warum hast du dich genau für das New Road entschieden? Zuerst wegen der Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt kaum Hersteller, die können für diesen Preis einen Carbon-Rahmen anbieten. So, das war der erste Grund. Danach optisch gefällt mir das Fahrrad super. Diese grau-grün, ein bisschen Militär, finde ich wirklich perfekt für den Gravelbereich. Okay, wie groß bist du und welche Rahmengröße hast du gewählt bei dem Rad? So, ich bin 1,75 Meter und ich habe mich entschieden für die große M, so das ist 56 cm bei Cube. Als allererstes, welche Ausstattung von der New Road ist das genau? So, das ist das New Road C62 Carbon Rahmen mit dieser Ausstattung Pro. Auf dem Rad finden wir eine Mischung von verschiedenen GRX Komponenten, so 400, 600 und 800. Vorne ich habe 42 Zähne und intern eine Kassette 1142. Okay, und mit der Übersetzung von dem Einfachantrieb kommst du soweit gut zurecht? So, bei mir reicht diese Übersetzung perfekt. Im Wald zum Beispiel beim Einstieg, du hast eine Ratio von 1:1. Vorne am Kettenblatt 42 Zähne, maximal am Kassette ganz links 42 Zähne. So, du gehst überall hoch ohne Probleme. Und auch wenn ich fahre in die Arbeit, das ist fast nur Asphalt und ich habe noch zwei Gänge übrig. Das bedeutet, dass es gibt noch Luft nach oben, um mehr Geschwindigkeit eventuell zu erreichen. So ganz wie im Katalog sieht das Rad ja nicht mehr aus. Was für Teile hast du denn genau bis jetzt getauscht und aus welchem Grund? Jupp, ein bisschen mehr Carbon am Start. Zum Beispiel mit dem Carbon-Laufradsatz von ZIP 303S. Mehr Steifigkeit, mehr Geschwindigkeit und mehr Stil. Flaschenhalter von Elite, Leggero Modelle, auch ein bisschen leichter und ziemlich stabil. So, ich verliere meine Flasche nicht beim Fahren. Und letzter Teil, die Carbon Cross Country Pedale von Look. Interessant. Aktuell ist ja nicht unbedingt die beste Zeit, um Rad zu fahren. Wir sind gerade mitten im Winter. Du hast allerdings trotzdem ein paar Veränderungen vorgenommen, damit du das Rad das ganze Jahr fahren kannst. Nein, ich würde das nicht unbedingt so sagen. Mit der richtigen Ausrüstung kann man den ganzen Winter fahren. Ich habe mich entschieden für die Wing-Modelle von Assaver. Die bieten perfekten Schutz. Ich habe meinen Rücken immer sehr trocken, sehr sauber. Ich kann lange Strecke ohne Probleme schaffen. Standardmäßig kommt das New Road mit Schwalbe G1. Die rollen sehr gut, aber im Winter bieten sie zu wenig Grip. Deshalb habe ich montiert auf mein Rad die WTB-Reifen. Planst du weitere Upgrades oder bist du sonst zufrieden? Ja, für den Moment passt perfekt. Im Sommer, ich glaube, ich werde wieder die Schwalbe G1 montieren und auch ein größeres Kettenblatt, zum Beispiel 44 oder 46 Zähne für mehr Geschwindigkeit und mehr Spaß. Hast du denn schon Pläne für die Saison? Irgendwelche speziellen Touren oder Strecken, die du mit dem New Road fahren möchtest? Ja, ich habe immer viele Pläne im Kopf. Mit dem Club wahrscheinlich, wenn man eine lange Strecke, 200 Kilometer zum Beispiel Richtung Bergen, eine schöne Tour zum Beispiel in der Sudelfeld-Region, Karwendel, alles möglich da in den Bergen, einen schönen Tag in Bayern zu haben. Okay, stehen auf deiner Bucketlist auch Bikepacking-Trips oder ist das eher nicht so deins? Nee, Bikepacking ist gar nichts mein Ding. Ich habe keine Probleme mit längeren Touren zu fahren, sehr früh anfangen, sehr spät zurückkommen, aber zu viele Dinge auf mein Rad tragen ist nicht so meine Leidenschaft. Sehr gerne nur ein Lenkerbag mit der minimal Dinge.
auf dem Weg etwas kaufen, zu essen, zu trinken und zurück. Danke für die ganzen Einblicke in dein Fahrrad. Das war alles von unserem Bike-Check. Falls du noch weitere Fragen hast, du kannst sehr gerne einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.